Heyzer und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Und ja, ich muss jetzt mit meinem alten Mikrofon aufnehmen, welches ich damals schon zu Super Mario Galaxy Zeiten benutzt hatte. Denn das andere, ja, das ist zwar viel, viel besser für mich zum Aufnehmen. Allerdings nimmt das nur auf der linken Seite auf, was ich ziemlich beschissen finde. Und wenn ich ich verquatsche mich jetzt gerade. Ich habe die letzte Kommentaraufnahme in Audacity gemacht, nur das ist abgestürzt und ja, den letzten Part musste ich ja nachkommentieren, wie ihr gemerkt habt. Und jetzt habe ich mich entschlossen, dieses Mikrofon hier zu benutzen. Naja. Ich hoffe, ihr stört euch nicht dran, falls ich mal irgendwie ans Mikrofon kommen sollte oder falls irgendwelche anderen Zwischengeräusche auftreten sollten. Dieses Mikrofon ist halt ein bisschen... Das ist ein bisschen labbriger und das streift dann auch ab und zu mal an mein Kinn. Und dann hört man irgend so ein komisches... Oder was es auch immer ist. Deshalb muss ich versuchen, meinen Kopf so still wie möglich zu halten. In yourself. If you really want to, you can be even more powerful than I am. Focus all of your strength, then attack. Got it? Okay. Saiyan blood runs in your veins too. You should be fun to finish off. Und wir kämpfen jetzt mit dem kleinen Son Gohan gegen den großen bösen Nappa. Ja, wieso lässt du dich denn nicht weiter auf? Und ich finde, die Stimme von Gohan in dem Spiel ist, naja, nicht wirklich gelungen. Da vermassel ich lieber die Originalstimme. Ich fand die original englische Stimme von Gohan sehr viel besser als diese hier jetzt. Die klingt so komisch. Naja. Masenko! Die laden ja ihre Energie sehr schnell auf für Special Attacks. Mein Charakter braucht da immer ein bisschen länger. Der macht mit seinen Special Attacks auch so um die 12.000 Schaden. Ohne Super Saiyan State wohlgemerkt. Oh, Rillin. Was ist los mit dir? Nein. Und wieder mal. So. Jetzt aber. Bams und Bams und Bams. Das war's. Jetzt schicke ich ihm noch ein schönes Kamehameha hinterher. Dann dürfte er genügend Schaden genommen. Halt nicht, dann kommt jetzt die Destructor Disc. Seems you underestimate me. That fool, can't you tell what sort of move that is? How dare you enter me? Oh yeah. Das könnte böse enden. So eben abwehren können. So gerade noch genügend Energie zum Abwehren gehabt. Und jetzt kommt, also da haben, also ich finde, die haben die Kämpfe richtig gut nachgestellt. Don't underestimate this planet. Thumps, you're really pissing me off. What's this? Incredible power is approaching. It's still far off, but it's there. It has to be here. It's Goku. Goku's coming! Vegeta, are they telling the truth? Someone will be here in about 4 minutes, yes. Someone with a power level of 5,000 or so. 5,000? Nappa, kill those two! If the three of them join forces, they could pose a problem. Ich bin mal gespannt, wie sie die 9000 Szene gemacht haben. Eigentlich sind es ja 8000, aber...
in Amerika oder den USA, die im englischsprachigen Raum haben sie das ein bisschen versaut und 9000 daraus gemacht. Tja, da kann man auch nichts machen. Aber immerhin ist dadurch was ziemlich Legendäres rausgekommen. Yeah. What the? Napa, lass es. Oh, das ist so Pilli-Palli. Sowas hasse ich. So richtige Erbsenzählerei. Boah, wie wenig Schaden. Im Hero machen mir die Gichte mit solchen Kombinationen locker mal 10.000. Das ist ja mal richtig erfrischend. Und Bams. Zack und Bams. Oh, ich liebe es, den Gegner so in den Boden zu schmettern. Und dann einfach so kaputt zu hauen mit Energiebällen. Na dann halt noch mal bei Kreuz Maoko. Ich weiß noch nicht mal, gegen wen er diese Attacke in der Serie eingesetzt hat. Das habe ich vergessen. Gohan ist ja ziemlich mutig, sich mit Nappa anzulegen. Und Bams! Hört sich ein bisschen an wie ein Mädchen. Aber nur, was soll man machen? Und Bams, nochmal richtig hinterher. Mal gucken, hat das jetzt gereicht, um ihn zu besiegen? Wir werden es in ein paar Sekunden erfahren. Er kann sich auf jeden Fall nicht wehren. Jupp, das hat gereicht. Eieiei. Was hat Nappa bloß vor? Es kann nichts Gutes sein. Didn't I tell you to run? If you don't go now... Please don't die! My dad will be here to save us any minute! Please, just hold on! Little runt! I guess the order I'll kill you in has changed. But you'll all be dead in the end. What a pathetic end. The once great Demon King Piccolo sacrifices himself to save a kid. Mr. Piccolo! Go on. You're the only one I've been able to call a friend. I want to thank you. It's been a pleasure. Stay strong. Go on. Piccolo hat sich... Kid Gohan, lass meinen Papa in Ruhe. Kid Gohan, sag ich schon. Piccolo hat sich selbst geopfert, um den kleinen Jungen Son Gohan zu retten vor seinem sicheren Tod.
Wer hätte das damals noch gedacht, als Goku und Piccolo im dritten, nee, im 23. Weltkampfturnier gegeneinander angetreten sind? Damals wollte Piccolo noch die Erde zerstören und nun trägt er dazu bei, dass sie eventuell gerettet werden kann, wenn Goku es schafft, Nappa und Vegeta zu besiegen. Beeil dich, Goku. Ansonsten hat die Erde ein ziemlich großes Problem. Eins, zwei große Probleme. Und zwar Nappa und Vegeta. Denn Nappa ist nur etwas angeschlagen. Vegeta ist noch topfit. Also dann wollen wir einfach mal gucken, wie es weitergeht, nicht wahr? Da ist auch schon der Kampfplatz. Machen wir uns also mit Jinbu-jun auf den Weg dahin. Ach ja, ich habe gerade eine richtige Gänsehaut bekommen. Die haben sich aber auch richtig Mühe mit den Cutscenes gemacht. Meine Herren. Wobei die Synchro ist nicht ganz so gut, die ist ein bisschen asynchron. Aber nun. So you're finally here. Trying to look tough? You don't scare me. It just makes me want to kill you quicker. I won't forgive you for hurting my friends. Impossible. What does the scouter say about his power level? Silver 9000. What? 9000? A little punk like you can't do anything against the mighty Nappa. Was zur Hölle? Gesagt hat er 9000, da stand aber 8000. What the hell? Ich gehe mal da nicht weiter drauf ein. Ich lasse das jetzt einfach mal kommentiert. Jetzt hätte ich fast... Na, jetzt bin ich ihm in seine Attacke reingerannt. Dass ich ihn da jetzt noch getroffen habe. Wundert mich ein bisschen. Auf jeden Fall dürften wir mit Nappa kaum Probleme haben. So oft wie wir den schon besiegt haben. Der war für Yamcha. Weil der als erstes gestorben ist. Durch eine Selbstzerstörung des Cyberman. Cyber? Cyber. Nur das kann ich nicht abwehren. Das wird volle Kanüle treffen. Richtig volle Kanüle. Aber nun, was er kann, das können wir genauso, finde ich. Und zwar mit Kamehameha Power. Und schon wieder ausgeglichen. So eben, wupsa. Zack. Lass mich in Ruhe aufladen, du Hund. Zack. Der Schlag für Piccolo. Ich muss immer mal wieder auf die Uhr gucken, damit ich nicht übergehe. Aber wahrscheinlich wird das dieses Mal passieren, so dass ich den Kampf dann im nächsten Part... beenden werden müsste. Sowas von ready. Und zwar so, dass ich deinen Angriff jetzt verwende, um dir Schaden zu machen. Und zack. You're fighting much better. It's about time I shut your big mouth. This is the end for you. Und ich würde sagen, dass ich den Pattern an der Stelle beende. Wir werden sehen, wie der Kampf ausgeht. Wird es wirklich das Ende für Goku sein? Hat er Nappa unterschätzt? Oder
geht vielleicht alles doch ganz anders aus, als wir denken. Das und vieles mehr erfahren wir im nächsten Part bei Let's Play Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Das war ja Keanu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.